Ja Leute, erster Tag, wir haben heute, was haben wir heute überhaupt? Donnerstag, meine Deutschlandtour startet. Erste Station, Zwischenstation, da gehe ich jetzt zum Schnitzel essen. Ich hoffe da, ja, die Schnitzel filme ich dann einfach. Circa 310 Kilometer, knapp 3 Stunden Fahrt und ja, danach oder dort angekommen, werde ich die Cam wieder anmachen, weil ihr wisst ja, während der Fahrt filmen. Und wie nennen wir das Ganze? Deutschlandtour, Tag 1. So Freunde, erste Zwischenstation, 300, hau ich tot, was weiß ich, wie viel Kilometer. Jetzt werden erstmal Schnitzel gegessen. Ganz frisch zubereitete Schnitzel sind halt immer noch am besten. Ja Leute, den kleinen leckeren Zwischensnack wollte ich euch jetzt nicht verwehren. Ich werde mir das jetzt schmecken lassen. Ja, und nachher dann eben weiter zu meinem Hauptstopp heute fahren. Wir sehen uns dann später wieder. So Leute, jetzt habe ich meine Endstation für heute erreicht. Und wo bin ich? Hier beim Wutzebrutzler. Heute sind diesmal richtig ausgesprochen. Ja, diesmal war alles gut. Komm her, komm vor die Cam. Ja, hallo. Wo fangen wir jetzt an? Stell dich doch erstmal vor hier. Ja, die Leute kennen dich noch nicht. Ich bin der Andreas, ich bin 50% von dem Wutzebrutzler. Die anderen 50% sind hinter der Kamera. Ja. Ganz genau. Und jetzt machen wir mal Werbung. Er hat einen. Einen? Ja, so ein Catering-Service. Einen Catering-Service, genau. Wir machen Barbecue auf Feierlichkeiten. Das heißt, man kann uns mieten für Geburtstage, Familienfeste, Hochzeiten. Wenn es sein muss, machen wir auch Scheidungen. Also sind wir alles offen. Also da müsst ihr bloß einfach. Wo findet man dich? Auf Facebook. Wir haben eine Facebook-Seite, die ist öffentlich. Einfach mal schauen, da steht auch die Telefonnummer drin. Gut. Genug der Werbung. Was machen wir heute Leckeres? Wir machen heute eine Bacon Bomb. Wir sind uns noch nicht so ganz einig, wie wir sie machen. Da haben wir ein bisschen überlegt. Genau. Wir werden wahrscheinlich eine Hälfte mit Semmelknödel machen. Das ist mal eine ganz neue Sache. Und die andere Hälfte, wir haben hier einen schönen Pflaumenbaum, der voll hängt mit Pflaumen. Mal gucken, dass wir da mal was versuchen. War ursprünglich ein Witz. Und dann habe ich gesagt, könnte man doch eigentlich mal ausprobieren. Genau. Und ich sag mal, da in der Bacon Bomb sowieso Sau drin ist, dann kann man auch ein bisschen Sauerei dabei machen. Ja, das probieren wir jetzt heute einfach mal aus. Und der lässt mich gar nicht mehr zu Wort kommen, was habe ich gerade gemerkt. Entschuldigung. Gut, wir legen dann jetzt einfach mal los. Wir gehen mal in den Reich der Frau. Genau, dann in der Küche. Normalerweise darf ich da nicht hin, aber wir gehen mal gucken. Auf. So Freunde, wir sind hier gerade beim Gewürzmischungen auswählen und wie es der Zufall so will, gib mir mal das Glas so in die Hand, hat der Wurzelbrutzler hier den One for All Up vom Klaus nachgemischt. Ist ja völlig legal. Weil es einfach der Beste ist. Genau. Und ich habe ja gesagt, ich nehme auf meiner Reise, packe ich mal so pauschal einiges an Gewürzen ein und habe den Original dabei. Und jetzt können wir echt mal testen. Er wollte testen. Wo der Unterschied liegt. Genau, einfach mal vergleichen. Ob wir gut kopiert haben. Genau, und das machen wir jetzt zuallererst. Genau. Also ich habe mir hier jetzt mal so zwei so Bahnen hingelegt, also den probieren wir jetzt nochmal. Du hast hier auch was auf deinem Handschuh. Ja, ich habe das genauso gemacht. Ja, und jetzt ziehen wir den mal durch die Nase. Nee. Jetzt probieren wir erstmal den Originalen. Mhm. Ja. Ein bisschen vergehen lassen. Und den selber gemischten. Ich glaube, das haben wir ganz gut kopiert. Verdammt gut kopiert. Unserer ist vielleicht ein Tacken süßer.
brutal. Fast kein Unterschied. Daumen hoch für dich. Top. Jo. Dann schauen wir uns dann gleich einmal an, was an Zutaten wir jetzt alles für die Bacon Bombs haben. Bis gleich. Der Mann in der Küche. Was sagt Frau dazu? Das ist das erste Mal, dass ich glaub das sehen kann. Glaubt der nichts? Glaubt der nichts? Das stimmt alles mit. Ich mache das hier öfters. Das sieht halt eben nur ein bisschen unkoordiniert aus. Hat man gelogen? Also Leute, hier ist es genauso lustig wie bei mir zu Hause. Selbst ein Küchenmoped haben sie. Jeder, wo eine Frau hat, kann das ganz gut verstehen, was hier abläuft. So. Ja, hier haben wir jetzt schon mal ein bisschen von unseren Zutaten. Bacon, das war ein Gouda. Dann haben wir unsere Semmelknödel. Ein paar Pflaumen haben wir jetzt einmal zur Demonstration hier hingelegt. Ja, da drüben liegen noch mehr. Hackfleisch haben wir, ganz klar. Ei, Zwiebel. Hier wird randaliert. Ach, das ist gar keiner zum Ziehen. Nee. Das ist alles elektrisch hier. Jetzt. Also ich schneide sie daheim immer sehr gerne mit der Hand. Normalerweise macht die Frau das. Wenn ich das mache, dann hole ich das elektrische, weil es einfacher. Jetzt wollte ich eigentlich sagen, Hakozar, wie geil, ich kann mich mal komplett ausruhen, aber ich bin verhaftet worden. Ich darf jetzt das Bacon-Netz machen. Werde mir natürlich auch welche von den tollen Handschuhen anziehen, die ich mitgebracht habe. Und in der Zwischenzeit werden die Pflaumen mit ein paar Zwiebeln in der Pfanne angeschwitzt. Was kommt noch alles in die Pfanne? Pflaumen, Zwiebeln, Knoblauch, ein bisschen Gewürze. Ja, und dann probieren wir das heute echt einmal aus. Ich bin ja gespannt. Wir sehen uns wieder, wenn wir ja ein bisschen mal was jetzt vorbereitet haben. So Leute, ich habe hier jetzt die Fusselarbeit mit diesen Bacon hier gehabt. Das war der ganz fusselige und ja, die Chefin des Hauses hat sich den guten Bacon geschnappt. Ja, so sind's die Mädels und hat hier das andere Netz gleich gemacht. Dann wollen wir hier mal rüber gucken. Der Chef des Hauses. Hier. Der genau. Chef des Hauses hat die Pflaumen verarbeitet mit Resten von dem Fusselbacon, mit Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Thai-Curry gewürzt. Okay. Also vom Grundgeschmack her schon mal eine richtig geile runde Nummer. Ja, schauen wir gleich mal, wie das mit dem Bacon und dem Hack außenrum noch ist. Mhm. Ich glaube, das kommt ganz gut. Da bin ich ja gespannt. Ja, und hier sind die Semmelknödel schon klein geschnitten. Genau, die haben wir schon mal so ein bisschen vorbereitet hier. Ja, und ich glaube, wie man jetzt ein Hackfleisch vorbereitet, das wisst ihr alles soweit selber. Dann lassen wir jetzt das Hackfleisch noch durchkneten und dann werden wir die Bacon Bombs auslegen und dann holen wir euch wieder dazu. Genau. Ach, schimpfen doch nochmal, das ist wie bei mir zu Hause. Das ist viel zu viel Masse, die kriegst du gleich überhaupt nicht mehr zugewickelt. Jeder, wo eine Frau daheim hat, versteht, was wir hier für ein Elend ertragen müssen. Ich geb dir gleich Elend, wenn du in die Küche darfst. Und. Leute, ich fühle mich fast wie zu Hause. Das Klatschen muss das. Also Hackfleisch auf beiden Bacon-Netzen schön verteilt. Also das ist wirklich ein bisschen dick. Muss ich deiner Frau fast recht geben? Sollen wir was runterholen? Nein, das liegt jetzt schon drauf. Ja, jetzt ist drauf. Kein Zurück mehr. So, dann fangen wir hier mal an mit unserem Pflaumen. Da bin ich ja mal total gespannt. Also ich muss sagen, du machst es hier jetzt im Video eigentlich, als ob du das öfter schon gemacht hast, so videotechnisch. Ich habe viel geguckt. Sehr geil. Noch nie ein Video selber gemacht, aber viel Videos geguckt. So, da haben wir noch ein bisschen Käse dabei. Ah, ich bin in dem Land, wo sie dabei sagen. Also ich hätte gesagt, kaum einen Käse, nein. Nein, bei uns haben wir dabei.
Das kommt so aus dem Kölner Raum, da sind wir dabei. So, das war Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. Kreation Semmelknödel. Kommt da jetzt zu den Semmelknödeln noch was dazu? Wir hauen auf jeden Fall noch Käse dabei. Wir könnten eigentlich mal gucken, ob wir noch ein paar Pilze haben. Ja, oder eine Barbecue-Soße mit rein. Die könnten wir auch noch mit reinmachen, ja. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Das ist eine gute Idee. Siehst du, da brauchen wir nicht einmal alle. Ah, da bleibt doch noch ein bisschen was für die Tochter, da kriegen wir nicht ganz so viel Ärger. So. Frau hinter der Kamera. Ist das nicht selber gemachte? Nein, Barbecue-Soße machen wir nicht selber. Also die Wurzelbrutzer machen viel selber. Wir machen viele Rubs, viele Sachen selber. Aber Barbecue-Soße, da gibt es zu viel Gute auf dem Markt, dass man die selber macht. Man muss da auch so viel Zusatzstoff und so mit reinhauen, dass sie dann haltbar werden. Dann geht man sie lieber kaufen. Also sag mal ganz einfach eine Barbecue-Soße eurer Wahl. Genau, die Wurzelbrutzler Barbecue-Soße. Jo, draufhauen. Oh ja, gib mir alles. Viel hilft viel. Gut. Jo, und zu guter Letzt noch den Käse drauf und nachher gucken wir zu, wie er die Dinger wickelt. Was experimentierst du hier rum? Wir müssen hier eine technische Erweiterung machen, weil die Masse ist jetzt dann doch ein bisschen mehr geworden. Das Schwein war größer wie gedacht. Wir werden das so nicht eingewickelt bekommen. Wir müssen den Umfang des Netzes erweitern. Und was macht er? Er nimmt den besseren Bacon. Entschuldigung, auch im Namen meiner Frau. Also ich hätte das Ding jetzt wahrscheinlich zugebracht. Echt? Rein theoretisch. Aber nur ganz vielleicht. Ja. Also du beschummelst ja ganz schön beim Netzlegen. Das ist ja... So. Nee, ich sage jetzt nichts dazu. Ich versuche jetzt mal. So, mach mal. Ich gebe keine Garantie. Ja. Da hinten zieht schon wieder alles weg. Heiliges Blechle. Nie haben wir so Mühe gegeben mit dem Netz. Ja, das wird schön, das wird schön. Wir legen das auf jeden Fall auf die Seite, wo man das Netz von dir sieht. Der andere kommt nach unten. Wickel, 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 wickel. Ja, das hätte gereicht. Das hätte gereicht. Sag ich doch. Haben wir doch gesagt. Die Frau hinterm Grill wollte nicht glauben. Hinter der Kamera. Hey, ich habe zwar lange Haare, aber ich bin keine Frau, gell? Wegen den langen Haaren haben wir dich jetzt das Baconnetz machen lassen. Ich habe ja gar keine Haare, ich kann nicht flechten. Na, ist das eine Bombe oder ist das eine Bombe? Jawohl. So. Schauen wir mal, ob sie dicht bleibt. Baconbombe à la Mutzebrutzler. Jo. Und Grillschanki. Jawohl. Gemeinschaftsprodukte. Ja, dann machen wir noch die zweite zu. Und Mut zur Lücke. Genau. Nachher sehen wir uns dann am Grill. Oder wo werden sie gemacht? Im Aquitramsmoker. Am Grill, ja. Okay. Ja, Freunde, der Anzündkamin ist durchgefeuert. Hast du den angefeuert? Nein, das war die Frau Wurzelbrutzler. Die haben wir eben aus der Küche weggeschickt, weil die uns so oft in Frack gegangen ist. Da hatten wir wenigstens mal kurz unsere Ruhe. Wenn die das Video sieht. Die ist ja zum Glück nicht da, sonst kämen wir jetzt direkt schon was. Ja, und das Ganze, der Anzündkamin kommt jetzt in den UDS Ugly Drum Smoker. Genau. Eigenkreation von mir. Er hat mich schon geärgert, ich soll auch einen bauen. Auf Nein, jeden Fall. Ich baue mir keinen. Also ich würde euch allen empfehlen, wenn ihr noch keinen habt, baut euch einen. Es gibt nichts Effektiveres wie ein Ugly Drum Smoker. Also absolut genial. Jo, dann würde ich mal sagen, bedienen das Teil, dass wir das einmal sehen. Wie gesagt, vom Aufbau her ein Ugly Drum Smoker. Ja, man kann das im Internet ein bisschen nachlesen.
Aber es steht hier unten steht eine aufgeschnittene Waschmaschinentrommel drin, gefüllt mit Holzkohlebriketts. Ich benutze immer von einem Hersteller, ein deutscher namhafter Hersteller. Profagos. Profagos, richtig. Da haben wir eine Buchenholzkohle, das ist halt ein sauberer Hersteller. Ja. Ja, sollte man ein bisschen drauf achten. Da schütte ich jetzt den Anzündkamin rein. Ich gehe den mal holen. Ja. Ich gehe mal hier auf die Seite, nicht, dass ich hier noch eine verbrannte Cam habe. Genau. Also ein Anzündkamin einfach zu den Kohlen mit hinein. Genau, ein Anzündkamin unten in das Loch rein. Das war aber jetzt, muss ich sagen, eine recht heftige Menge Kohle, was da drin ist. Ja, das geht ja gleich von der Temperatur her nochmal runter. Das, wenn ich jetzt den Deckel zumache, tue ich ja die Zuluft nur noch hier außen über die Kugelhähne fahren. Ja. Und dann geht er von der Temperatur her nachher nochmal runter. Also wir haben jetzt am Anfang haben wir eine höhere Temperatur wie die, wo wir wollen. Ich sag mal so, nach 10 Minuten pegelt er sich ein und dann kann ich den auf Grad genau fahren. Wie lang läuft jetzt der UDS mit dieser Menge und wie viel ist es? Ich habe es noch nie ausprobiert. Also das ist, wie gesagt, wir sind ja viel auf Events, auf Hochzeiten, Geburtstagen und so. Wenn ich den dann morgens um 8 Uhr anmache, mache ich den abends um 11 Uhr, 12 Uhr, mache ich den zu von den Kugelhähnen her, lasse den ausgehen, mache den beim nächsten Mal wieder an. Also ich denke, wenn man durchbrennen lassen würde, 3 bis 4 Tage würde der sich durchbrennen mit der Menge Kohle, die jetzt drin ist. Okay, also du verwendest die Kohlen schon wieder weiter? Immer weiter, immer weiter. Okay. Wie gesagt, der Vorteil ist, wenn ich die Luft wegnehme, wenn ich alles zumache, wie man dann auch von einem Weber Kugelgrill kennt, der ist in einer, also die Menge jetzt, die braucht ein bisschen länger, der ist in einer halben, dreiviertel Stunde, ist er kalt, dann kann man anpacken, ist er kalt, ist die Kohle aus und die kann man auch beim nächsten Mal wieder anzünden, ist gar kein Problem. Wenn man jetzt so rechnet, diese Menge, wie viel war das jetzt in etwa? Circa 8 Kilo. Ich habe vorher, also ursprünglich war die Waschmaschinentrommel ein Stück höher, da habe ich genau 10 Kilo, also einen großen Sack Profagos reinbekommen. Ich habe ein Stück abgeschnitten, damit ich jetzt einfach noch ein Grillrost mehr reinbekomme, damit ich noch mehr Platz habe. Okay. Wie oft feuerst du jetzt das an, bis das alles weg ist? Wenn du jetzt so ganz normale Grillabende machst. Ich kann das jetzt so genau auch nicht sagen, weil ich tue jedes Mal, wenn ich den jetzt wieder aufmache, auch immer da ein bisschen was nachfüllen. Aber ich denke mal, wenn ich ihn komplett runterbrennen lassen würde, könnte ich ihn 4 bis 5 Mal wieder anfeuern. Also das wäre, ja. Also absolut eine effektive Geschichte. Also doch nicht so extrem. Ich war am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, schon etwas geschockt über die Menge. Ja. Geile Sache. Jetzt kommt, wie gesagt, die Paella-Pfanne mit dem Sand als Hitzeschild oben drüber. Und dann kann ich hier über meine Regalschienen, ich finde hier einfach hier so, wie man die aus dem Baumarkt kennt, ja, die normalen Regalschienen, könnte ich jetzt hier unten schon anfangen, aber da wir heute nur ein Grillrost brauchen, setze ich das hier irgendwo mittig rein. Es ist also so, wenn ich jetzt nur den einen Grill hier sehe und würde den bestücken, ich habe das mal ausgerechnet, mit den 56er Grillrossen, das sind die gleiche wie hier oben Weber drin sind, dann habe ich für einen Grill ca. 1,5 Quadratmeter Grillfläche. Boah, das ist eine Menge. Rein. Also wenn man da mal mit Moinkpolz, Hähnchenschenkel und Pulled Pork was reinsetzt, da geht schon was. Also in einem UDS 30 Kilo Pulled Pork, kein Problem. Also ich würde mal sagen, das war jetzt mal eine richtig geile Info zu so einem UDS. Dankeschön. Gerne. Ja, und dann jetzt warten wir ganz einfach, bis das Ding soweit aufgeheizt hat, eingeregelt hat. Wie viel Grad machen wir? Wir gehen so auf 140, 160 Grad, also ich denke 160 Grad. Ja, und dann werden wir die Bacon Bombs auflegen. Du hast jetzt gesagt, ein UDS gibt es auch in kleiner? Den gibt es auch für den Single-Haushalt, beziehungsweise auch für einen Wohnwagen oder so, weil da hat man ja nur eine 50 cm Tür. Man kann das auch in Miniatur machen. Ja, das sieht dann ungefähr so aus. So, genau. Was hast du da für einen Feuerkorb drin dann? Den habe ich jetzt im Moment gar nicht drin. Den habe ich selber gebaut, den Feuerkorb. Aus Lochblech, der kommt dann unten rein. Das gibt's noch, ist noch vom letzten Betrieb. Auch dann eine kleine Paella-Pfanne oben drüber. Vom Aufbau her genau wie der große. Auch hier die Schienen drin. Was wir hierbei halt eben auch noch können, oder was ich hierbei auch noch kann, ich habe noch einen kleinen 5 kW Gasbrenner. Ich kann den auch auf Gas laufen lassen. Weil es ist nicht auf jedem Campingplatz gewollt, dass man mit Kohle feuert. Ja, lassen wir den einfach auf Gas laufen, da funktioniert er auch. Damit tun wir morgens sogar die Brötchen aufbacken, machen wir alles. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, so einen kleinen könnte ich mir eventuell vorstellen, dass ich mal auch einmal baue. Also könnte, ja. Gibt es da eigentlich gar nicht. Gibt da eigentlich keine Überlegung, das muss man haben. Also Leute,
so einen großen mit Sicherheit nicht, aber vielleicht werde ich es mal anpacken und mir so einen kleinen zusammenbasteln. Und hier haben wir noch was. Ja, das ist eine komplette Eigenentwicklung von mir. Wir hatten halt eben die Idee oder immer mehr Anfragen auf Feierlichkeiten auch Beilagen zu servieren. Dafür brauchen wir einen Backofen. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, was könnte man als Backofen machen? Also im Prinzip ein Convect Tomat to go. Und das habe ich dann hier mitgebaut. Ich habe mir hier ein Fass genommen, ein Rohfass, habe hier eine Aufdopplung drauf gebaut, damit ich ganze Gärbehälter schieben kann. Das sind ja diese Gastrobehälter. Und kann damit jetzt Kartoffelgratin, Confit Potatoes, Gratin, hat die Frau gesagt. Genau, ich muss Gratin sagen, weil ich die Aussprache in dem Französischen nicht so gut kann. gefüllte Paprika, Zucchini, diese Geschichten, das können wir alles damit machen. Und der ist halt eben befeuert. Ich bin mal gerade raus. Der ist halt befeuert mit einem 10 kW Paella-Kocher. Okay. Und da kommt dann auch ein GN-Behälter oben drüber mit Sand als Hitzeschild. Und also den kriegt man ohne weiteres auch auf 250 Grad hochgeheizt. Da geht richtig die Luzi ab in den Ding. Apropos Kartoffelgratin. Genau wie bei mir zu Hause hat die Frau eins vorbereitet und man braucht es bloß noch in den Grill reinschieben. Aber das seht ihr nachher dann noch. Ja, ich würde mal sagen, das nächste Mal sehen wir das Gratin, wenn es fertig ist. Ach, obwohl, schauen wir noch zu, wie er es reinschiebt. Genau. Er ist schon gut vorgeheizt. Wir haben gute 195 Grad jetzt hier drin. Ja, wie man sieht, da geht viel mehr, aber das muss ja auch alles gegessen werden. Oh je. Ich esse doch nicht so viel. Ja, das passt schon. Natürlich kommt zuerst noch das Gitter hinein. Genau, das Gitter. So. Und unsere vorbereiteten Bacon Bombs. Und hinein damit. Jawohl. Die Finger sind gewaschen, keine Angst. Und die Nummer 2. Mit der Pflaume. Die Pflaumenbombe. Und oben drauf machen wir eine Backpflaume. Ja. So, dann würde ich sagen, Deckel zu, grillen. Deckel zu. Oder wie sagt man da, Aki Drummen? Hätte ich jetzt so keinen Begriff für, müsste ich mir jetzt was aus den Fingern ziehen. Keine Idee, kein Plan. Bist du? Na komm her. Oh, eine ganze Brave. Jo, Aha! Viele Aki Drum Smoker Benutzer sagen immer, man braucht die Klappe nicht. Ich finde die Klappe absolut nützlich, weil die Klappe bietet mir einfach den Zugang zu meiner Holzkohle. Ich kann jetzt hier mein Räucherholz reinschmeißen, mache die Klappe zu und stehe nicht im Rauch. Das ist ja fast so wie bei meinem Monolith. Ja. Da habe ich auch vorne eine Klappe und kann einfach das Räuchergut reinschieben. Reinschieben, genau. Geile Sache. Ja. Was wird hier gespielt? Hallo? Ich wollte nur mal gucken, wie das aussieht, ob das hier schon ein verbrannter Fatzen ist, aber. Nachts mit Beleuchtung. Also Schauen wir mal, ob man hier irgendwas erkennen kann. Das ist ein Traum. Also nee. Das ist schon ein Traum. Ich halte gleich mal Licht dabei. Aber ich würde sagen, jetzt ist schon alles ein Traum. Wir sehen es ja nachher noch. Genau. Aber ich glaube, jetzt fängt dann nachher gleich das Gläsen an und das schauen wir uns auf alle Fälle an. Genau, das werden wir jetzt machen. So, jetzt werden wir die Bacon Bomb mal gläsen. Das heißt, wir machen jetzt hier mal auf und gucken mal, wie das überhaupt aussieht. Au, die Pflaume ist schon mal gefallen.
Ah, der eine ist ein bisschen eingerissen, aber ja, das macht nichts. Das spacken wir jetzt mit der Glaze bei. Ich komme mal auf die andere Seite und leuchte dir. Jetzt kommt hier die Megatube Wutzebrutzler Glaze. Das ist im Prinzip die Wutzebrutzler Barbecue-Soße mit einem Schluck Ahornsirup und das knaddeln wir jetzt einfach mal hier schön drüber. So. Immer schön nach dem Motto, viel hilft viel. Auch noch ein bisschen mal dabei. So. Da würde ich mal sagen, noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann sehen wir uns beim Aufschnitt. Jeha! Juhu, es ist soweit. Ja. Ich freue mich so. Jo. Die Bacon-Bombs sind fertig. Sehr geil. Oh. Gut, die ist halt etwas aufgegangen, aber das ist auch legitim. Können wir hier die Schrumpelpflaume. So. Jetzt haben wir sie. Hey, hallo, Frau Wutzebrutzler. Kontinuance. Oh je, jetzt hat er sie umgeschmissen. Da ist sie wieder. Alles gut, alles gut. Ja, hol das mal raus. Da war das Thermometer im Weg. Jetzt. Oh. Ja. Leute, wir gehen jetzt rein, machen einen Anschnitt und dann gibt es ein Probierle. Also. Von uns. Mir tut's für euch jetzt schon leid, dass ihr nicht probieren könnt. Das riecht. So Leute, das Kartoffelgratin. Hey, da drüben ist noch ein Salat, den klaue ich mal. Ja, und unsere Beckenbombs anschneiden. Wer jawohl, ich. Du! Der Herr Wutzebrutzler. Das macht doch normal die Frau des Hauses? Nein, die kann das nicht. So. Wie, ich kann das nicht. Zeig dir gleich mal, was ich kann. No. Moment. Jetzt hoffe ich bloß, dass die Musik im Hintergrund nicht zu laut ist. Ja, oh, mit dem die Knödel. Oh. Oh, geil, 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 geil. Hey, Moment, Moment. Oh, oh, oh. Ja. Ja, also das nenne ich mal eine Semmelknödel-Bacon-Bomb. Jetzt gucken wir mal hier die Pflaumen-Bacon-Bomb. Oh. Auf dieses Experiment freut es mich jetzt ganz besonders. Ja. Eine aus dem Nichts geborene Idee. Ja. Ja, Leute, dann auf die, mega. Auf die Teller und dann probieren wir. Einen guten Appetit. So, Leute, dann fangen wir gleich einmal mit dem Kartoffelgratin an. Mmh. Was ist denn da alles drin? Kartoffeln, ja. Käse, Sahne, Milch, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Petersilie und viel Liebe. Okay. Vom Wutzebrutzler. Lecker, definitiv lecker. So, und jetzt muss ich hier bloß mal hier schnell ein Stück wegbrechen. Erst einmal die Hülle. Die passt schon mal. Sehr lecker. Auch die Rauchnote. Jetzt nehmen wir uns nochmal hier noch etwas von unserer Pflaumenfüllung. Und jetzt bin ich gespannt. Das ist mega. Gaumenorgasmus pur. Mhm. Es ist definitiv mal was anderes. Süß. Einfach lecker. Selber ausprobieren. Da ist ein Bacon drin.
Ja. Ja, von einer anderen Füllung schnappe ich mir jetzt einfach mal so ein Knödelchen. Barbecue-Sauce ist gut. Kann ich aber jetzt nicht ganz zuordnen. Die Barbecue-Sauce? Ja. Ja, da haben wir ja eh gesagt, da müsst ihr selber die nehmen, was ihr für okay haltet. Sag mal, ist das Bild hier unscharf? Oder täuscht es? Also ich sehe dich ganz scharf. Okay. Alles klar. Leute, ich werde jetzt essen und nachher sprechen wir dann noch ein komplettes Fazit, oder? Genau, so machen wir das. Genau. Leute, wir sind so voll gefuttert. Ich kriege keine Luft mehr. Ja, und ich stehe jetzt mit Sicherheit nicht auf. Fazit. Mein Fazit. Diese Idee, wo wir gehabt haben, mit der Pflaumenfüllung, hervorragend umgesetzt. Man muss es echt selber ausprobieren. Den Geschmack kann man einfach nicht beschreiben. Die mit den Semmelknödeln, der Barbecue-Soße drauf und den Käse, auch hervorragend, sehr lecker. Alles in allem super spitze. Deine Meinung? Pflaumen gehören in jede Beckenbomb. Wenn ihr irgendwo einen Pflaumenbaum stehen habt, knallt den Baum oder die Pflaumen in die Beckenbomb. Absolut mega. Die Semmelknödel auch. Also ob man jetzt Nudeln, Semmelknödel, wie immer bei einer Baconbomb, einfach fantasiefreien Raum lassen und ja, lecker. Genial. Jo. Das war jetzt Fazit zum Essen. Ich sage jetzt auf alle Fälle schon mal vielen, vielen, vielen Dank. Oh, ich bin so voll gefuttert. Also vielen, vielen, vielen Dank an dich und deine Frau, dass ich hier sein durfte. Ja, schön, dass du gekommen bist. Ich fahre zwar jetzt erst morgen weiter, aber ob ich da morgen noch schnell die Cam in die Hand nehme oder erst dann an der nächsten Station, kann ich jetzt in diesem Video noch nicht sagen. Also. Schön, dass du hier warst. Bis dir auf alle Fälle auch vielen Dank. Bitte gern geschehen, immer wieder. Ja, und ich hoffe doch mal auf einen Zurückbesuch. Wir haben ja schon gesagt, du hast eine große Wiese. Wir kommen dann mit unserer Gerda, dem Wohnwagen, bleiben eine Woche da stehen. Kein Problem. Alles klar, Leute. Das war's dann mit dem ersten Teil, mit dem ersten Tag, Abend von der Deutschlandtour. Leute, bis zum nächsten Teil. Ciao. Macht's gut. Tschüss.